Hallo, meine lieben Freunde. Aloy, du bist hier. Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben das letzte Mal unsere Nebenquests fertig gemacht und wollen jetzt unsere Hauptquest fertig machen. Ich wollte nur noch hier oben ein Feuer aktivieren. Und ich habe eben einen Hasen getötet. Das wollte ich noch schnell sagen. Weil mir der gerade vor die Flinte gelaufen ist, bevor ich aufgenommen habe. So, dann machen wir hier nochmal eine schnelle Schnellspeicherung. Und dann wollte ich nur mal kurz in den Beutel gucken, was ich von diesen Hasen gekriegt habe, weil es war irgendwas, was wir noch nicht hatten. Rohstoffe müsste das ja sein. Ja, genau hier. Ein Tierschweif-Talisman. Dieses seltene Tiermaterial bringt beim Verkauf an Händler sehr viel ein. Ah. Da steht nämlich auch, die Verwendung ist mir auch aufgefallen. Da steht dann immer da, dann können wir auch rausfinden, was wir verkaufen können und was nicht. Verkauf gegen Metallscherben. Also kann man das unbedenklich verkaufen. Und das ist 40 Scherben wert. Oh. Und es gibt anscheinend nicht sehr viel, was wir... Diesen Maschinenkern können wir verkaufen. Aha. Da bringt auch ein bisschen was ein. Na gut. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Und jetzt gehen wir zum guten alten Rusty Rust und machen die Quest. Wir sollten reden. Er will ja irgendeine Quest machen mit uns, irgendwas erledigen, weil vorm Tor hören wir auch schon, das hört er vielleicht, vorm Tor ist es auch schon sehr laut und man hört, wie irgendwelche Monster dort kämpfen oder so, und er wirkt auch sehr niedergeschlagen und ich frage mich, was da dahinter steckt. Wir werden es tun. Auf damit. Wie? Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ja, das hatten wir das letzte Mal schon. Also bis zur Dunkelheit warten. Vielleicht irgendwas mit Schleichen? Ich werde dich nicht meiden. Ja, also... Irgendwas ist ja mit ihnen komisch, weil wenn wir die Erprobung machen, wären wir ja Angehörige vom Stamm. Er wäre immer noch ausgestoßener und er hat auf jeden Fall irgendwie Angst, dass wir vielleicht ihm weggenommen werden oder wir nicht mehr zu ihm zurückkehren. Aber natürlich liebt die Aloy ihn, glaube ich, weil er hat sie ja großgezogen. Sie hat ja keine Eltern. Oder jedenfalls wissen wir nicht, was ihre Eltern gemacht haben, ob sie gestorben sind und so weiter. Das werden wir aber noch rausfinden. Was für eine Lektion ist das? Ich habe der kauzigen Grata geholfen. Ja, das haben ich wir ja wirklich Grata gemacht. Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. So. Man hätte das ja auch nicht machen müssen, aber wir haben es natürlich mitgenommen. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Na, im Tutorial haben wir sie ja schon erfolgreich getestet. Das Blöde war nur, dass man die nicht wieder abbauen konnte. Also sollte man ganz genau überlegen, wo man die festmacht. Ich glaube, ich ruhe mich aus. Was für eine Lektion ist das? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Also, Rust. Ich habe nachgedacht. Und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir.
Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Oh, schön. Sag ich doch. Das würde doch die Aloy nie machen, so wie wir sie zumindest bis jetzt kennen. Aber er wirkt trotzdem so niedergeschlagen und traurig, der Rost. Ja gut, er hatte uns viele Jahre und dann... Er denkt ja, er hat dann niemanden mehr. Ich glaube, ich ruhe mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Genau, hauen wir uns erstmal aufs Ohr, machen uns untenrum nochmal frisch. Und dann geht's los. Ruh dich am Lagerfeuer auch. Ah, man kann sich auch am Lagerfeuer ausruhen. Ja, das ist ja cool, dass das geht. So. Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Oh. Oh. Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren Ja. Sägezahn. Er scheint ja ziemlich groß zu sein. Ja. Krass. Aber was knurrt denn hier rum? Hier ist doch auch schon wieder ein Fuchs. Ich höre es doch. Da ist er. Ein Fuchsi-Fuchs. Und wir nehmen alles mit. Weil wir brauchen ja auch, wo wir das letzte Mal so ein Schnellreisepaket gecraftet haben, brauchen wir ja auch Holz und Fleisch und Kram. Das ist ja unersetzlich. Diese Pflanzen, das Holz und die Wildtiere. Es ist nicht weit. Diese Hütte... Was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Ach, wir sollen jetzt so eine größere, derbere Maschine erledigen. Dass der Rost uns sowas zutraut. Na gut, aber für unsere große Prüfung kann es ja eigentlich nur gut sein. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Also landschaftsmäßig... Oh, hier haben sie auch... Oh. Menschen umgebracht. So, diesen Test mache ich in jedem Spiel, also wundert euch nicht. Ja, es spritzt Blut, sehr schön. Ja, außerdem war er dann schon tot. Dann juckt sie ihn ja auch nichts mehr. Also, wenn die Familie ihn holt, wird sie sich nur wundern, wer das war. Aber wir sind eh ausgestoßen und die letzten Kunden hier. Aber, ach, die Musik. Ah, Wächter. Für den lasse ich mir jetzt was einfallen.
andere Munition. So, und jetzt kann er erstmal schön in die Falle reinlaufen. Und dann machen wir den schön kalt. Das war ein bisschen nah. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Ja, das ist die Frage. Ich will mal wissen, was der Ross ganz genau vorhat. Er wirkt auch sehr angespannt. Das werden wir uns jetzt erstmal angucken, was der vorhat mit uns. Aber vorher würde ich mir gerne noch ein paar Teile craften. Das können wir auch machen. Zwei Stolperfallen. Ein paar Pfeile, ja. Dann können wir uns noch auch ein paar Feuerpfeile machen. Machen wir uns. Ja, machen wir ruhig alles erstmal voll. Warum auch nicht? Gebrauchen können wir es alle Male. Hier finden wir auch gleich noch ein bisschen Loot. Oh, das. Ist das so ein Graser? Das sieht aus wie ein Hirsch, oder? Das hat ein Geweih vorne dran. Cool. Aber warum liegt... Was ist denn hier nur... Die Graser kämpfen doch eigentlich gar nicht gegen Menschen. Das sind doch bestimmt wie die Läufer. Die hauen doch eher ab und haben Angst, oder? Also bei den Wächtern, das kann ich ja noch nachvollziehen, dass die Menschen angreifen. Aber die sind ja alle tot. Hm. Na, wir werden es schon rausfinden. Hoffe ich. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Ja, ist alles zerstört. Nicht verantworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Oh oh. Na klar, wie ist ein Säbelzahntiger? Er ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen. Verwende die kleine Fallen aufstellen. Verwende die Stolperfalle, um über den Weg des Sägezahns. Ja, das können wir machen, die Stolperfalle. Das ist eine gute Idee. So, da unten ist er schon mal. Schwäche ist auf jeden Fall Feuer, aber unten am Körper hat er das dran. Zu weit geschossen. So, hätten wir schon mal eine Stolperfalle. Das kann ja eigentlich schon mal gar nicht verkehrt sein. Rüsten wir uns gleich mal die Feuerpfeile aus. Ja, da hinten ist er. Also kommt der praktisch dann hier rum. Versuche ich den mal zu umgehen. Ah, ist schon cool gemacht, gell, mit der Jagd. Kann ich gleich noch eine Stolperfalle eigentlich legen? Wenn er noch irgendwo hier lang rennt, kann er sich da noch mal schön rein verheddern.
läuft da auf jeden Fall gleich in die erste rein. Ah, Mist, hier oben ist kein Gras. Ich würde es mir gerne angucken. Na komm, lauf rein, mein Dickerchen. Lauf rein, mein Dickerchen. Jetzt muss ich hier weg, ich muss hier weg. Schnell weg. Ich muss irgendwie auf die Seite kommen und diesen Kanister zu erwischen. Stell mich an hier wie der erste Mensch. Ah, der erwischt einen aber auch echt ziemlich zackig. Ja, mach mal so eben auf Noob-Weise. Mann, 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 das war ja nicht gerade der beste Weg. Da ist eigentlich das Teil, was wir haben, was wir treffen sollten. Aber ich weiß nicht, wenn man das kaputt schießt, hat man dann überhaupt noch die Rohstoffe? Naja, wir haben schöne, schöne Sachen gefunden. Immerhin etwas. Warum kamen wir her? Das nächste Mal. Aloy. Lass ich mir. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt? Wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Okay, wir sehen uns im Mutterherz. Und er hat uns jetzt, weil Rost weiß, wir sind eine sehr gute Jägerin.
Und deswegen hat er auch zu uns gesagt, also wir sind für den Stamm ja auch sehr viel wert und wir müssen den Stamm schützen, weil er weiß, dass wir das können. Aber er hat gesagt, wenn ich weg bin, will er doch irgendwie weggehen. Es ist... Ich hoffe doch nicht. So, das ist unsere Hauptquest. Ich wollte uns nur schnell, weil wir sind ja aufgestiegen, wo wir dieses Vieh getötet haben und wie wir es getötet haben. Ich meine, das mit den Fallen war gut, denn auch dieser kritische Schlag war auch gut. Aber ich wollte eigentlich zur Seite rollen und am Bauch dieses Ding kaputt schießen. Irgendwie habe ich das nicht so hingekriegt, wie ich das wollte. Aber wir fuchsen uns da schon noch rein. Haben wir noch Zeit? Sägezahn. Schwäche auf jeden Fall Feuer. Eine aggressive Maschine, die Distanzen schnell überwindet und Nahkampfangriffe einsetzt. Ja, der ist sauschnell. Der ist sauschnell, das haben wir ja eben gesehen. Der hat mir ja... Joa, hat mich volle Bude in den Dreck geschubst. Ja, also hat er Feuer, ist auf jeden Fall seine Schwäche. So, so, was haben wir denn noch Tolles bekommen? Ja, nur noch ein paar Rohstoffe. Kühlsaft. Dieser gewöhnliche Rohstoff ist ein primäres Herstellungsmaterial für alle Arten von Eismunition und bei Händlern begehrt. Dieses seltene Sägezahnherz. Dieses seltene Maschinenteil kann nur vom Sägezahn erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Ja, da ist... 62 Scherben ist das wert. Gut, was holen wir uns denn aber für ein Skill? Wir können jetzt sogar schon die zweite Reihe freischalten. Haben wir oben noch was, was wir unbedingt haben wollen? Beim Zielen während des Springs und Rutschen verlangsamt sich die Zeit. Und hier hinten? Schnellere Heilung. Ah, was auch nicht verkehrt, gell? Schnellere Heilung. Aber wir haben zwei Punkte. Nämlich die schnellere Heilung. Auf jeden Fall. Und zusätzliche Rohstoffe. Ach, jetzt... Das kostet... Ach so, das kostet zwei Punkte hier unten. Ne, dann lasse ich das erstmal so. Das reicht mir eigentlich erstmal. Schnellere Heilung ist ja immer gut. Gut. Ja, ich sollte auch meine Tränke einsetzen. Ganz klar, Schockresistenz... Und so weiter und so fort. Oder sind das, wollte ich nochmal schnell gucken, sind das Schockfallen? Ah, ich habe auch wieder eine Schatzkiste. Diese Gesundheitstrank kann ich gar nicht nehmen. Weil unser... Ja, weil 3 von 3 Tränken voll sind. Ach, das sind Fallen. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch die Annäherung ausgelöst. Ach so, ja, wenn die... da langlaufen, dann kriegen die da eine vom Wanz, die rammelt. Ah, die Sprengfallen, die sind doch interessant. Das hört sich doch auf jeden Fall interessant an. Und das war Feuerresistenz, Eiswiderstand. Ach so, gut. Du solltest die eigentlich jetzt nicht dahin stellen. Naja, jetzt steht sie da. Da ist es passiert. Gut, wir speichern aber erstmal ganz fix und schnell eine Speicherung. Und speichern. Das Volk huldigt euch, Sire. Ah, schön. So, haben wir denn hier noch was Schönes, was wir machen können? Nein, also machen wir unsere Hauptquest. Aber wir laufen dahin, vielleicht können wir noch was Schönes erbeuten auf dem Weg dorthin. 400 Meter kann man schon mal rennen. Das würde ich sogar auch noch hinkriegen. In Urlaub bin ich sogar auf dem Laufband 40 Minuten gerannt. Stellt euch das mal vor. Sage und schreibe 40 Minuten. Also ich bin jetzt nicht der große Sportler, weil meine Arbeit ist mir schon hart genug als gerade ein Landschaftsgestalter. Da verzichte ich auf Sport. Ich bin sowieso dünn. Und sehr gefräßig. Das ist mein Untergang irgendwann. So, aber weiter im Spiel. Was haben wir denn da hinten? Ein paar Läufer. Das ist eigentlich sehr nice.
Die können wir doch gebrauchen. Ah, Mist, jetzt hauen die hier ab. Ah, Mist, die Wächter. Hab ich ja ganz vergessen. Schnell weg. Komm her. Jawohl. Daran habe ich ja mal wieder gar nicht gedacht, ja. So bin ich. Immer mit ein Ohr überschlage ich mich hier. Ha, sehr nützlich. So, was gibt's denn hier oben? Gibt's hier was zu holen? Diesen Aussichtspunkt. Kann ja sein, da oben ist auch noch was. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Jetzt schifft's aber hier ganz schön doll. Junge, Junge, Junge. Warum fällst du denn runter, Aloy? Ich wollte doch da hoch. Ja, unsere Heilung ist jetzt aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen ein paar schöne Pflanzen. Holzer. Age of Empires kennt er. Klar. Wer kennt's nicht? Das nehme ich für unterwegs mit. So. Sind's noch 250 Meter. Hier, wie lange wollen die denn noch da sitzen? Nicht langsam mal nach Hause gehen. Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Aloy. Also irgendwie will er nicht nach Hause gehen. Und er hat ja gesagt, er schaut sich auch meinen Speer an. Das hat er, glaube ich, auch gemacht, aber ansonsten. Es schüttet wie aus Eimern. Ja, das stimmt. Gut erkannt. Super Detektiv Aloy. Nein, das wollte ich nicht. Gut, wir müssen ja eh rüber. Hier irgendwo hohes Gras, wo wir uns verkriechen können. Aber wenn nicht, mache ich die so platt. Gut so. Na komm, komm. So, einer weniger. Ah Mist, da ist der andere, der hat mich ja gerade gesehen. So. Zack. Du Alter. Alter Sack. Ja, Kräuter, Kräuter, Kräuter. Schockwachswurzel. Der Zungenbrecher unter den Pflanzen. Achso, wir müssen ja hier rüber.
Ah, das ist bestimmt unangenehm, wirklich. Der Regen. Und dann noch dieser kalte, nackte Stein mit Eis und Schnee drauf. Das stelle ich mir wirklich unangenehm vor. Aber wenn man wüsste, wo die Läufer immer... Ja, wirklich, seht ihr das? Ist hier ist wetterabhängig, oder? Es ist schon krass, dieser Wechsel, wie auf einmal alles wirklich anders aussieht. Es ist nach wie vor ein wunderschönes Spiel. Ein Karnickel. Kartoffeln. Man kann sie stampfen, essen, drücken, kochen, schälen. Ach ja, Samwise Gamgee. Samwise, der Beherzte. Da sind sie. Locke ich mir jetzt mal ein bisschen an. Man könnte nämlich auch noch was anderes machen, ist mir so eingefallen. Wenn ich mir den Laufweg markiere und die Tiere markiere, könnte ich versuchen, vielleicht sogar zwei auf einen Streich zu erwischen. Wenn der jetzt hier langkommt, weil der Feuerschaden breitet sich ja aus. Und so nah wie möglich an unserem Läufer dran ist, der Wächter, und ich dann auf den Lohebehälter schieße, könnte es sein, dass ich zwei oder vielleicht sogar drei auf einen Streich habe. Ah, jetzt lauf doch nicht weg. Warum explodiert er denn diesmal nicht? Jetzt ist er schon mal hier. Leider nicht explodiert. Schade. Muss ich sie mir so holen? Da unten sind sie. Ich dachte, er hätte mich... Naja, es hat jetzt nicht so... Wieder mal leider nicht so funktioniert. Aber es ist eben schön, dass man es trotzdem spielen kann, wie man möchte. Eher als Hau drauf. Der ist auch... öfters eigentlich mal bin. Aber ich möchte es jetzt trotzdem noch schaffen. Ich möchte diesen Behälter abtrennen. Aber er explodiert nicht. Oh Mist. Wie schade, dass sie nicht explodieren. Oh wirklich. Ich möchte aber, dass ich jetzt hier einen zum Explodieren bringe. Oh, jetzt bin ich angestachelt. Nee. Es passiert irgendwie gar nichts mehr. Was irgendwie seltsam ist.
ist er denn? Ist er hier unten? Na komm her, komm. So, ein schöner Tarnkill. Jetzt gehen wir mal zu unserer lieben Rost. Jetzt haben wir auch ein paar Loa-Behälter gesammelt. Die Maschine hat mich gesehen. Oh, 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 oh. Schnell weg hier. Hui, schnell weg. Sehr gut. Gut, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ah, schade, kommt die Aloy hier nicht hoch? Anscheinend nicht. Gute alte liebe Aloy, bitte klettere für mich. Mach dich lang für mich. Nein! Oh, der verfolgt mich ja... Oh, jetzt hab ich mich aber schon... Der verfolgt mich ja immer noch! Sag mal! Das ist ja Hammer! Ganz schön weit verfolgen sie einen hier. Ja, da hat es sich doch gelohnt, ein Feuer, was wir noch nicht kennen. Ah, da hätten wir eh lang müssen. Lang gemusst, ja. In den du nah herangehst. Ja, entzündete Lagerfeuer, ja, mach mal auch. Wir müssen runter. So, Stöckchen hier, Stöckchen da. Tralala. So. Und mit diesem wunderschönen Ausblick verabschieden wir uns. Oder ich, besser gesagt. Euer Affenkönig Dämlich. Bis bald.